Hallo und willkommen hier zu einer Sneak Peek Preview und zwar von dem Booster Set Circuit Break, was letztens war und das jetzt das neue Booster, das jetzt rauskommt und zwar, weil ich gerade nicht gezogen habe. Zuerst mal hier zweimal amazonischer Schoßtiger FA Boxenstopp, neue FA Karten sind drinnen, genau. Defekter Compiler, dunkler Engel für die Trickster irgendwie. Gehört eigentlich zu den Tricksters, aber. Ja, hilft denen nicht wirklich. Okay, dann Wendschrecken neue. So wie Wendschreckennächte. Und auch das Lunarlicht Kleiderküken. Und es gab sogar der Fuchs ist auch drinnen. Habe ich aber jetzt leider nicht. Dann Fernwiedergeburt. Dann die neuen Crawler-Monster, die ja zu den Weltkelch- oder Weltvermächtniskarten sozusagen diesen Ding dann dabei ist. Dann Entendummy, naja. Link-Infraflieger. Der Akkumulator, wieder sein Rechner, nur halt mit Link. Zahlen mal 300 Angriff dazu bekommen. Nochmal FA Whipcrosser. Jetzt haben wir hier. Dann Benchschrecken Strikes oder Striges. Nochmal. Dann habe ich dreimal Drachensoldat. Ja, okay. Für die neuen Rocket Monster dann ziemlich gut. Aber naja, dann auch noch, was glaube ich sehr gut sein wird, ist die Alter Geist. Hier zweimal Silquitair. Und zu meinem Deck, was ich bei der Sneak Peek gespielt habe. Einmal Samurai Zerstörer, der ist eine ziemlich gute Synchro-Karte, Maschine, weil wenn der kämpft, kann der Gegner bis zum Ende des Damage Dealers weder Karten noch Effekte aktivieren. Zusätzlich bleiben die Effekte der Monster deines Gegners nur während der Battle-Phase annulliert. Und falls die offene Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, das Spielfeld durch einen Karteneffekt deines Gegners verlässt, man kann ein Maschinenmonster auf dem Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Und er selber ist auch ein Maschinenmonster, also man kann ihn auch selber beschwören wieder. Dann hallo hallo, die Promokarte, ein Empfängermonster-Pendel, normal, mit Skala 2, Unterwäldler, Stufe 3, Finsternis. Und man kann würfeln, um einem Monster die Stufe zu erhalten lassen oder sowas, dass es halt dieselbe ist. Dann noch an die Trickster Narkisse, die neue Trickster-Karte. Die macht Schaden für jeden Monster-Effekt in der Hand oder im Friedhof, der aktiviert wird, 200 Schaden dazu. Und ja, dann nochmal links Nixenrüstung, Abyssenerei, wieder ein paar Nixenrüstungskarten. Dann hier der Raketen, da Anestrakete, Drache, da gibt es mehrere. Ja, vom halt von wie beim Anime, von Revolver. Naja, mal schauen. Der Mecha von Ungeheuer Reiten, der ist eigentlich ziemlich gut, der kann ziemlich viele Spielmarken beschwören. Kann für die Linkbeschwörung sehr gut sein, obwohl ich glaube. Genau, man kann nur die Mecha-Spiel von Ungeheuer Monster als Fusionssynchron oder Exit oder Linkmaterial für eine Beschwörung verwenden. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Also man kann sie dann verwenden. Sonst nichts anderes. Dann Feuerkönig Avatar Arvata, das neue Feuerkönig-Monster, was natürlich Monster-Effekte annullieren kann. Dann Selbstzerstörungsameise. Ein Flip-Monster, wenn es geflippt wird, verliert jeder, also kriegt jeder 1000 Schaden und falls dieser durch einen Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kriegt der Gegner nochmal 1000 Schaden dazu. Dann nochmal ein paar Crawler, Ranvier. Immer wenn ein Crawler offen halt durch einen Karteneffekt das Spielfeld verlässt, dann darf man bis zu zwei Crawler-Monster mit unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung vom Deck beschwören. Entweder verdeckte Verteidigungsposition oder offene. Und jede Crawler-Monster ist ein Flip-Monster. Und ja, und haben unterschiedliche Effekte natürlich. Dann noch Crawler-Dendrit, Crawler-Rezeptor und Crawler-Dorn. Das war für die Sneak Peek der beste, weil der kann ein Monster zerstören. Dann Schatten über dem Weltvermächtnis, das Spielfeldkarte für die Crawler-Monster. Man kann immer ein Crawler-Monster als Spezialbeschwörung beschwören, also ein Insektmonster der Stufe 2. Kann auch für andere Karten gut sein. Und alle Crawler-Monster bekommen 300 Angriff und Verteidigung. Und falls ein Crawler-Monster zerstört werden würde durch einen Kampf, dann kann man das gegnerische Monster auch auf dem Friedhof legen. Dann Aufprall der Weltvermächtnisse. Man kann ein Monster, was man kontrolliert, verbannen. Bis zu Ende des Spiels, bis zur Endphase. Und ein anderes Monster die Angriff und Verteidigung in Höhe des Verbannten bekommen lassen. Und dann Bauern der Weltvermächtnisse. Das ist
Ja, man kann Monster, ein verdecktes Monster, was man kontrolliert, ja, auf eine Angriffs- und Verteidigungsposition machen oder und, je nachdem, ein Crawler-Monster vom Friedhof ins Main-Deck mischen und ein offenes Monster wählen und die verdeckte Position also bringen. Dann hier noch das nächste Weltvermächtnismonster, Weltpanzer. Neben den Kelch ist das jetzt das zweite. Es gibt ja insgesamt sieben. Also die nächsten fünf Sets werden dann solche auch wieder behalten. Ich glaube, das nächste ist ja dann mit den Jack Knights. Und mit diesem Schild bei Weltvermächtnis. Und ja, wenn ein Monster als Flip-Beschwörung beschwört wird, darf man den als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn der als normaler Spezialbeschwörung beschwören wird, darf man eine Weltvermächtniskarte vom Deck hinzufügen. Also eigentlich ziemlich gut. Und ja, der nächste Effekt ist nicht so prickelnd, aber naja. Dann Altergeist Melosuche. Die ist ziemlich gut, diese Altergeist, weil die kann direkt angreifen. Wenn sie den Gegner Kampfschaden zufügt, kann man eine Karte, die der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legen. Und falls sie auf den Friedhof gelegt wird, darf man ein Altergeist-Monster vom Deck hinzufügen in die Hand, außer sie selber. Und die kann man einmal im Spielzeug aktivieren. Ja, ich habe nicht so gute Karten gezogen, aber immerhin gut genug. Ich habe zwei von vier, glaube ich, Duellen gewonnen. Also Matches. Und ja. Alter Geist ist ziemlich gut. Ich habe keinen gesehen, der die Falle gezogen hat. Diese neue, unfaire Falle, sag ich mal. Auch keinen, der das Logo-Bild-Monster gezogen hat, aber. Gerade immer auch Glück dazu. Gut, das war meine Sneak Peek Preview und bis zum nächsten Mal.